Hi, ich bin Philipp, das ist der Gefahrenunterricht und ich habe einen coolen Tipp von der Nina bekommen. Ihr seht das rechts, sie hat das auf Instagram erklärt. Ich werde das dann auch gleich unten verlinken. Und zwar, worum es da geht, ist, ich kann ein Video machen mit Clip-O-Matic und ich kann dabei mein Video sofort untertiteln lassen. Also ich habe einen Text, der das, was ich sagt, auch noch gleich einblendet. Also ich habe Untertitel für meine eigenen Videos. Das ist sehr schön, um barrierefreie Videos für Instagram oder TikTok oder sonst was, auch für Erklärvideos machen zu können. Ich zeige euch kurz, wie es geht. Die App heißt Clip-O-Matic und die kostet was. Die kostet 5 Euro im App Store. Es ist, lohnt sich aus meiner Sicht, das Geld auszugeben für die App, weil das, was die macht, wirklich sehr hilfreich ist. Ich öffne die und dann habe ich im Prinzip einfach ein Fenster, bei dem ich mich aufnehmen kann. Deshalb seht ihr mich jetzt doppelt, weil das mein Handybildschirm ist. Und jetzt drücke ich, also hier unten kann ich wählen, wie der Text angezeigt wird. Also ich kann das jetzt hier mit der Farbe machen oder ich kann das jetzt ganz groß so als Sprechblase einblenden oder unten mit Rot oder so farbig unterlegt. Wir nehmen jetzt mal was möglichst Neutrales, jetzt mal sowas. So. Und ich könnte hier noch Filter drüber legen, das ist jetzt aber so gut, wie ich heute aussehe, ist das überhaupt nicht nötig, da irgendeinen Filter zu verwenden. Das lasse ich jetzt mal weg und ich starte das Ganze. Und jetzt wird aufgezeichnet, was ich sage und gleichzeitig entsteht unten ein Text. Jetzt sage ich mal noch ein Wort, was etwas schwieriger ist, zum Beispiel, dass dieser Kanal Digi-Fernunterricht heißt. Und dann war es es auch schon wieder und ich schließe ab. Was jetzt passiert ist, ich kann mir das Video ansehen und kann auf den Text drücken und jetzt seht ihr, da hat es steht jetzt gleichzeitigen, aber eigentlich wollte ich gleichzeitig sagen oder dann, wenn ich nach unten, dass es Digi-Fernunterricht heißt, seht ihr hier, also füge ich das ein. Dieser Kanal Digi-Fernunterricht. Dann lösche ich das hier. Und so habe ich dann den Text, den ich so korrigieren kann. Ich speichere das und ich kann es jetzt hier so direkt auch an meine Camera Roll weiterleiten, also einfach an mein Telefon und von da kann ich es dann weitergeben an Orte, wo ich es publizieren möchte und habe den Text drunter. Also, das ist Clip-O-Matic. Ihr seht hier, ich kann es auch ganz direkt weiter verwenden und auf Instagram beispielsweise direkt publizieren oder auf Twitter oder wo auch immer. Und ich denke wirklich, dass das hilft, dass Menschen, die jetzt gerade nicht die Kopfhörer drin haben oder die vielleicht auch gar nicht hören können oder beeinträchtigt sind in ihrem Hörvermögen, dass die die Videos trotzdem auch nachverfolgen können. Ein wirklich hilfreicher Tipp. Ich werde immer mal wieder ein Video mit Clip-O-Matic machen, wollte euch das zeigen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.